Ja, 128. So Freunde, wir zeigen euch heute, wie man den DB-Killer beim SC1R SC Project entfernt. Der Auswurf ist ab 2019 oder halt später zugelassen und dementsprechend sind die DB-Killer fest verschweißt. Das kannst du ja mal zeigen. Die ganzen hier Auspuffhersteller sind natürlich auch nicht dumm. Die wissen ja, dass man den DB-Killer rausnehmen will. Dementsprechend kann es nicht so schwer sein, das wegzumachen. Wir machen jetzt einmal ein Vorher-Nachher-DB-Messung. Jalla. So Freunde, also den Schraubenzieher benutzen wir hier in einem 45-Grad-Winkel, wie es die Bullen machen. 45-Grad-Winkel, 30 cm. Ja genau. Hau mal an den Lachs. Also wir haben jetzt gerade mit DB-Killer gemessen, Cut ist auch verbaut, 114 dB bei 7.500 Umdrehungen. Jetzt geht's an den Dremel und wir hämmern den Lachs ab. Mach schon ein bisschen schnell. So, herzlich willkommen, ich melde mich jetzt auch mal. Korrekt auf jeden Fall, dass du das Video anschaust. Jetzt hier, das ist jetzt so der erste Teil, das war ja schon mal ursprünglich ein Video, was ich hochgeladen habe, wo wir es nicht ganz geschafft haben, weil wir haben hier jetzt halt so eine Art Schleifstein benutzt. Das Ganze ging dann nicht. Man braucht so ziemlich dünne, feine Schneidscheiben, die blende ich jetzt auch mal ein. Und das habe ich dann nur noch in der Instagram-Story gemacht, deswegen ist das Format jetzt 9:16 und nicht 16:9 und sind meistens Boomer. Ränge da oder Boomerangs, keine Ahnung. Ich hoffe trotzdem, ihr versteht es, wenn nicht, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Ich beantworte die so schnell wie möglich. Kuss, Kuss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Freunde, nachdem mir gerade eine Scheibe in die Fresse geschallert ist, benutzen wir jetzt eine Schutzbrille. Epa. Ja. So, Freunde. Die Kappe ist soweit weg. Jetzt bauen wir den Auspuff ab und schlagen von hinten mit einem Holzbrett dort hinten drauf, dass der DB-Killer rausfliegt, weil der soll bombenfest sitzen. Wir haben jetzt die Schraube und die Verschweißung komplett gelöst. Der DB-Killer ist aber bombenfest, deswegen drehen wir den Auspuff jetzt einmal auf den Boden und schlagen mit dem Stab auf den DB-Killer, dass er rausfällt. So dick ist es nämlich, Jungs. Hier ist der DB-Killer, den ich jetzt ungern anfassen würde. Geil, Alter. Jut. Man nennt es auch das schwarze Loch. Hau an den Lachs. Leck mich am Arsch, ey. So, ich hoffe, das war jetzt soweit alles verständlich für euch. Ich zeige euch jetzt noch kurz einen Clip, oder ihr seht ihn ja schon, wo ich ohne DB-Killer fahre. Das ist ein Ausschnitt aus einem Video, was ich bereits hochgeladen habe. Wenn ihr euch das komplett reinziehen wollt, macht es gerne. Ich verlinke es direkt. Let's go. Viel Spaß und lasst euch nicht erwischen.